Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr den Tachi-Quatsch-Schrein ganz einfach in Zelda Tears of the Kingdom inklusive aller Truhen abschließen könnt. Helft mir, die 100.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal zu knacken. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ihr jeden Schrein in Zelda Tears of the Kingdom finden und freischalten könnt, falls erforderlich. Und wie ihr jeden Schrein zu 100% inklusive aller Truhen abschließen könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit dem Tachi-Quatsch-Schrein. Ihr findet den Schrein in der Ebene von Hyrule bei den Flötengrashügel ganz in der Nähe des Stall des Flusses. Den Schrein zu erreichen ist kein Problem und ihr könnt den Schrein auch direkt betreten. Und damit startet der Schrein Formen in Balance. Hier müssen wir nun einige Formen nutzen, um den Schrein abzuschließen. Verwendet hier direkt am Anfang eure Ultrahand und nehmt diesen Baumstamm und stellt ihn nun hier oben senkrecht hin, denn so könnt ihr hier ganz einfach nach oben klettern. Das ist gar kein Problem. Und hier klettert ihr dann noch zur Seite und seid schon oben. Hier beim zweiten Rätsel müssen wir nun zwei dieser Baumstämme verwenden, damit wir das Ganze schaffen können. Die beiden Baumstämme klebt ihr nun aneinander und diese beiden Baumstämme verwendet ihr nun und stellt sie hier oben dazwischen. Und wenn sie genau so stehen, ihr seht, hier habt ihr so eine kleine Einkerbung. Dann ist das perfekt und ihr könnt hier ganz einfach bis ganz nach oben laufen. So, hier die dritte Etappe ist dann auch wieder ziemlich einfach. Ihr nehmt auch hier die beiden Holzstämme und klebt sie dieses Mal frontal zusammen. Und zwar so. Und die legt ihr hier nun einmal drüber. Ihr könnt hier drüben, habt ihr diesen, ich nenne ihn jetzt einfach mal, ja, Kerzenständer oder wie man das Ganze auch nennen mag. Den könnt ihr zum Ausbalancieren verwenden, damit es nicht wegrollt. Dann habt ihr wenigstens einen festen Punkt. Und hier könnt ihr nun ganz einfach drüber laufen und habt das ebenfalls geschafft. Hier drüben haben wir nun eine größere Wasserstelle und auch eine Erhöhung. Auch hier müssen wir wieder die ganzen Baumstämme verwenden, da können wir auch gleich nochmal dieselben verwenden, die wir eben schon verwendet haben. Hier bauen wir dann wieder eine Zweier Baumstammreihe, das bedeutet, hier haben wir zwei und die kleben wir zusammen und die zwei schnappen wir jetzt und kleben sie mit denen zusammen. Und hier haben wir nochmal zwei und die kleben wir ebenfalls zusammen und die können wir dann hier vorne noch rankleben. Genau. Und das könnt ihr jetzt ebenfalls hier super platzieren. So an der Kante. Das war zu weit. So. Und einfach hier fallen lassen. Und wenn es so ausschaut, dann ist es auch hier wieder perfekt. Und ihr kommt hier ohne Probleme nach oben. So, hier haben wir jetzt den letzten Part. Und hier direkt vor uns haben wir das Ende dieses Schreines. Hier links haben wir aber noch die Truhe, die wir uns holen müssen. Ich erinnere mich noch damals, als ich diesen Schrein zum ersten Mal abgeschlossen habe. Da habe ich einen riesen Baumstamm einfach nur gebaut und bin drüber gelaufen. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch etwas einfacher machen. Ihr müsst da gar nicht so viel bauen, denn ihr könnt hier auch euch einfach nur ein kleines Boot bauen. Das sieht jetzt noch nicht sonderlich gut aus. Das verbessern wir noch etwas. Und zwar so. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und hier habt ihr nämlich zwei Ventilatoren, die ihr hierfür verwenden könnt. Das bedeutet, der eine Ventilator kommt so drauf.
Und der andere Ventilator. Halt so ebenfalls hier hinten drauf. Und dann habt ihr schon ein Boot. Das müsst ihr jetzt nur noch so platzieren, dass es zur Truhe zuerst rüber schwimmen wird. Und zwar, das müsste so passen. Schauen wir mal. Normalerweise müsste die Wand uns jetzt auch genau hier rüber schieben. Ist gar kein Problem. Und damit sind wir hier schon angekommen. Wichtig, ihr müsst es deaktivieren und schnappt euch gleich das Boot, denn diese Strömung treibt es weg. Also schnappt es gleich und bringt es hier einfach auf die andere Seite, wo es nicht wegschwimmen kann, bis ihr die Truhe euch geschnappt habt. Denn hier, ja, ist es gesichert. So, und hier habt ihr dann auch schon die Truhe dieses Schreins. Und in der Truhe findet ihr ein Stachelschild. So, und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch bis zum Ende gelangen. Hier würde ich euch auch wieder empfehlen, schnappt euch euer Boot und stellt es eher so in Richtung, ja, in so schräg bis zum Ende des Schreins. Denn ihr seht ja die Strömung des Wasserfalls, damit ihr da auch langkommt. Und zwar ungefähr so ins Wasser. Einmal draufspringen, einmal aktivieren, mal schauen, ob das schon reicht. Ja, das sieht doch perfekt aus. Und damit haben wir dann auch schon das Ende des Schreins erreicht. Und damit wäre auch dieser Schrein komplett abgeschlossen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Schrein ich im nächsten Video weitermachen soll. Ihr könnt mir auch einfach die exakten Koordinaten des Schreins in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!